Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Montag, die Nacht von Montag auf Dienstag, das heißt freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht. Erste Anruferin heute ist Michaela. Stimmt, ne? Ja, hallo. Hallo Michaela, 35 Jahre alt. Genau, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Aber was geht's denn? Ja, eine Freundin hat mich ermutigt, mal bei dir anzurufen. Ja? Bei der bin ich auch gerade. Also ich habe vor knapp vier Jahren wahnsinnig viel Schulden gemacht. Ja. Mit meinem Mann zusammen allerdings. Wie viel Schulden? Also war ziemlich viel. Also über 300.000 Mark damals waren es noch Mark. 300.000 Mark. Ja, also 250.000 fast. Ja, warum? Ja, das war blöd, weil irgendwie, also er hat, mein Mann ist arbeitslos geworden, er war 2 Jahre lang arbeitslos und er hat schon immer den Traum gehabt, eine Pizzeria aufzumachen. Ach so. Also der hat schon seit Jahren, seitdem ich ihn kenne irgendwie, war der irgendwie hinterher, dass er eine Pizzeria aufmachen wollte. Das heißt, das war das Startgeld für die... Na, Startgeld, wir haben einfach eine viel zu hohe Ablösesumme, so heißt das, bezahlt. Ja. Und dann kam noch dazu, dass wir einfach viel zu spät dann, wir haben einfach zu lange das durchgehalten da mit dieser Pizzeria. Also obwohl sie nicht gut lief und so, haben wir 1,5 Jahre noch rumgemacht. Und es brachte nicht genug ein? Nee, wir haben noch mehr Schulden dadurch irgendwie gemacht. Ja. Also das war, wir haben immer gedacht, naja, man hat immer gesagt, man muss halt ein bisschen Durchhaltvermögen haben und so. Und haben dann noch, also eigentlich hätten wir nach einem halben Jahr spätestens schließen sollen. Ja. Und haben aber noch, also 1,5 insgesamt darum gemacht. Und also das war vor 3,5 Jahren. Ja, Riesensumme verschuldet. Genau. 350.000 Mark Ablöse, Startkapital und dann noch mehr verschuldet hinterher. Genau. Und also insgesamt war es ungefähr die Summe. Und wir hatten ja eigentlich auch gar kein Geld, also zu der Zeit. Ja. Und von Banken kriegt man eh nichts. Wir haben es von unseren Verwandten probiert, so, aber die haben uns halt auch nichts zutraut und so. Und das war also alles nichts. Bist du heute mit deinem Mann noch zusammen? Nee, der ist abgehauen. Der ist abgehauen. Ja. Wer hat denn die Schulden am Hals? Ich. Du? Warum du alleine? Ja, der ist einfach, also der ist nirgendwo aufzufinden. Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Seit wann ist er weg? Ja, der ist jetzt ein Dreivierteljahr weg. Ein Dreivierteljahr, schon weg. Mhm. Meinst du, dass er sich wegen der Schulden aus dem Staub gemacht hat? Ja, auch. Also das Blöde ist halt, ich habe dann, also wir haben das halt also über Bekannte von Leuten bekommen, die wir eigentlich kaum, also eigentlich gar nicht kannten, besser gesagt. Und die haben uns, also erst die Ablösesumme waren 200.000 Mark. Ja, also das andere ist ja irgendwie so dazugekommen, diesen 1,5 Jahren. Ich weiß nicht, wie ich das alles erklären soll. Also ich meine einfach, es ist für dich klar, dass der junge Freund wirklich sich aus dem Staub gemacht hat, weil ihm die Schulden so sehr auf den Schultern lagen. Ja, natürlich, weil diese zwei... Ja. Also jetzt hast du es alles am Hals. Ja, diese zwei Leute, die sind uns total, also die haben so einen Terror veranstaltet immer. Ja. Die Welche zwei Leute? Ja, die uns das Geld geliehen haben. Ja, was machst du jetzt? Wie gehst du mit den Schulden um? Ja, das Problem ist, das ist ja das Blöde. Also ich gehe seit 2 Jahren anschaffen. Deshalb? Ja, weil diese Leute sind halt, ich meine, das war nicht mehr auszuhalten. Um die Schulden abzubezahlen. Genau. Das heißt, ihr habt das Geld gar nicht ganz offiziell normal bei der Bank aufgenommen, sondern bei irgendwelchen dubiosen Gestalten. Genau. Und die sitzen dir jetzt so im Nacken, dass du richtig hinlegen musst. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, ich wäre auch irgendwie abgehauen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Jetzt gehst du deshalb auf den Strich. Ja, ich arbeite in einem Club, ja. Wie ist das für dich, dass du... Ja, ich hab damit nie was zu tun gehabt, also noch nie in meinem Leben vorher jetzt, Und also das ist, ich halte es auch nicht mehr aus. Also ich meine, ich hätte es vielleicht in 1-2 Jahren abbezahlt, aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Das geht jetzt seit über ein Jahr, ne, mit dem Strich? Ja, seit fast 2. Ja. Wieso sagst du, ich halte das nicht mehr aus? Was ist für dich das Schlimmste daran, was du machen musst? Was du tust im Moment? Naja, es ist halt, also ich meine, ich bin auch nicht mehr, das hört sich jetzt komisch an, aber für das Geschäft bin ich auch nicht mehr so jung, mit 35. Und wenn man, also
also ich meine, es ist nicht so in dem Club, dass man zu irgendwas gezwungen wird. Ich kann dann auch aufhören, wenn ich wollte, aber ich meine, das muss ja irgendwie. Und aber wenn man da arbeitet, da hat man halt auch bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Und wenn man dann das Alter hat, also um bestimmt, also einfach um genug Kundschaft zu haben, muss man halt. Achso, das heißt, du hast nicht so viel Kundschaft. Nee, schon, aber man muss halt ziemlich viel machen, um ein bestimmtes Anzahl was, an Kunden. Was ist dir, reden wir Klartext, was ist dir das Widerlichste, was du machen musst? Ah ja, es ist halt, also es ist viel, da gibt es vieles. Ja. Sag mal ein paar Beispiele. Ja, ein paar Beispiele, also. Ich meine, ich habe zum Beispiel, was weiß ich, muss als auch mal, also ich, so ein-, zweimal im Monat hat man dann auch mal so einen SM-Termin oder so. Ja, das mache ich halt nicht so gern. Das ist nicht dein Ding. Ja. Okay, was noch? Oder man muss halt auch mal mit zwei, drei Kunden gleichzeitig. Das ist halt alles nicht so. Ja. Aber auch, ich sag mal so, das normale Geschäft ist auch beschissen. Naja. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ganz früher, vor der Pizzeria? Bürokauffrau, also einen ganz normalen Job. Hast du nicht einen irren Hass auf deinen Ex? Ja, klar. Was meinst du denn? Ja, ja. Wenn ich den erwischen könnte, würde ich ihn umbringen. Wie viel Geld hast du denn jetzt auf diese Art und Weise schon von diesen 350.000 Mark, reden wir mal Mark, noch, abgezahlt? Also fast 200.000, ziemlich viel. Ne? Die sind schon weg. Ja, ich lebe auch total bescheiden. Das heißt, du machst diesen harten Job, der dir völlig widerwillig ist und hast selbst überhaupt nichts davon. Ja. Nur, dass du irgendwann mal deine Ruhe hast und. Genau, ich arbeite wirklich 6 Tage, 12 Stunden. Unglaublich. Ja. Wissen das deine Leute so, die Verwandten, Freunde? Ja, inzwischen schon, aber und das Problem ist, also ich habe auch außer dieser einen Freundin, wo ich jetzt bin, die haben, also eigentlich habe ich mit niemandem mehr Kontakt. Du hast Angst um dein sagen wir das auch ganz klar, du hast Angst um dein Leben, wenn du das nicht zurückzahlst, oder wie? Ja, also könnte schon sein, ich weiß es nicht. Um deine Gesundheit zumindest. Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Also es war schrecklich, die Zeit, bevor wir da, also das zurückzahlen, also monatlich, bevor ich das regelmäßig irgendwie was zurückzahlen konnte. Jetzt kann ich das nicht so schnell durchrechnen. Auf wie viel kommst du im Monat? Das Problem ist, ich muss ja schon auf mehr kommen als das, was ich zurückzahle, weil ich ja auch im Club Miete zahlen muss. Ja, genau. Also die ist ja nicht ohne und ich brauche auch Klamotten für den Job. Und also wenn du so viel arbeitest jeden Tag, musst du ja wirklich am Ende des Monats eine fette Summe zusammen haben. Ne? Ja, also schon so. Also wenn ein Mark, also jetzt in Euro sind es zurzeit so schon so, also zwischen 10.000 und 12.000 muss es schon sein, weil ich muss ja auch an Miete zahlen. Ja, ist klar. Du musst ja leben. Also ich lebe sehr bescheiden, aber ich muss die Miete dort zahlen. Ne? Jetzt ist aber, ist mir klar. Ja. Du hast aber immer noch 100.000 Mark oder 50.000 Euro vor dir. Genau. Wirst du das noch durchhalten? Ja, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr, echt. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit, wenn 100.000 Mark oder 15? Ich war bei so einer Beratungsstelle. Ja, also die haben mir gesagt, ich soll zur Schuldnerberatung gehen. Das ist völlig schwachsinnig, zur Schuldnerberatung zu gehen. Mit diesen Leuten kann, also was soll ich denn da bei der Schuldnerberatung? Das verstehe ich auch. Aber beispielsweise, nehmen wir mal an, du würdest jetzt in deinen alten Beruf wieder reingehen. Ja, aber lass mich mal weiterreden. Ja. Und du nimmst ganz solide bei einer normalen Bank 50.000 Euro auf und zahlst den Burschen das zurück und stotterst das denn mit deinem normalen Gehalt ab? Das musst du doch zu machen sein. Ja, aber 50.000 Euro kriegt man bei keiner Bank, wenn man nicht wenigstens die Probezeit irgendwo überstanden hat. Also die wollen ja auch wissen, wie lang man, also das kenne ich ja noch aus der Zeit, als die Pizzeria da aufmachen wollten. Ja, ich bin nur auch kein guter Ratgeber in Sachen Schulden und vor allen Dingen, wenn du in so einer Zwangslage da bist. Ich weiß. Das Schlimme ist, worüber ich mir schon sehr Sorgen mache, dass du da seelisch einen kolossalen Schaden davon trägst. Ja, auch körperlich langsam. Körperlich unter Umständen auch, natürlich, ja. Ja, ich habe keine Lust mehr. Überhaupt keine Lust mehr. Aber ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt einfach so sang und klang, ich traue mich auch nicht so sang und klanglos abzuhauen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch ehrlich nicht, ich denke gerade darüber nach, ob es für so einen speziellen Fall irgendeine Anlaufstelle gibt, eine Beratung. Es gibt eine Beratungsstelle, also so für Frauen, die anschaffen, so Huren, gibt es schon Beratungsstellen, da war ich ja. Ja gut, aber Sie haben zu mir gesagt, ich soll zur Schuldnerberatung. Ja eben, das ist ja bei dir noch ein besonderer Fall, weil du diese Schulden im Nacken hast von diesen Leuten. Also. Ne? Also es ist schon, ich bin im Moment ein bisschen ratlos, muss ich sagen, Michaela. Ja, okay. Ich würde aber gerne
ich gebe jetzt gleich mal unsere Faxnummer durch und unsere E-Mail-Adresse. Mhm. Wir kriegen oft so tolle Tipps von den Zuschauern und Zuhörern. Mhm. Vielleicht ist ja der eine oder andere darunter, der irgendeine Idee hat, wie man sich da sauber rauslavieren kann. Ja. Sodass du deine Schulden abbezahlen kannst, aber dass du aus diesem Milieu rauskommst. Ja, weil ich schaffe das echt nicht mehr. Ja. Also es geht mir. Also ich kann schon, ich kann schon kaum schlafen und ich kriege auch schon, also oft genug vor irgendwelchen, es gibt bestimmte Tage, da habe ich auch feste Termine und so, kriege ich schon Herzrasen. Mhm. Unglaublich. Und es ist schon so eine wahnsinnige Leistung, dass du so viel Geld schon hast abgezahlt. Ja, aber ich habe dir gesagt, ich arbeite 6 Tage die Woche, 12 Stunden und nehme wirklich fast jeden Job an. Das ist ja auch noch die Sache. Ja? Also ich mache fast alles. Ja. Also nochmal gefragt, wenn du denen jetzt sagen würdest, hier pass auf Jungs, ich kann im Moment nicht, gebt mir noch Zeit. Du hast Angst um deine Gesundheit oder hättest sogar Angst um dein Leben? Ja, eigentlich schon. Ja. Also wenn ich ehrlich bin, schon. Also. So. Unsere Faxnummer ist 0800 5678 110. Wenn ihr eine wirklich solide Idee habt für Michaela oder vielleicht eine Idee, an wen sie sich wenden könnte, um aus diesem Dilemma rauszukommen, bitte faxt mir oder mailt unter 1live.domian@wdr.de. Okay. So Michaela, wenn da was bei rumkommt, dann werden wir beide nochmal reden miteinander. Oh ja, vielen Dank. Und du kriegst das natürlich sofort zugeschickt oder wir rufen dich an, wenn irgendwas Vernünftiges kommt. Okay, vielen Dank. Hoffentlich kriegen wir irgendeinen Impuls. Ja, das wäre super, weil ich kann echt nicht mehr. Ja, dennoch würde ich dir gerne noch anbieten, ein Gespräch mit meinem Psychologen. Ja, okay. Ne? Mhm. Du legst auf, Johannes ruft dich an. Okay. Alles Gute. Danke dir, tschüss. Dir auch. So meine Lieben, wir haben Montagnacht. Montagnacht ist eine freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ich sag die Faxnummer nochmal 0800 5678 110. Regina ist jetzt hier. 24 Jahre alt. Guten Morgen. Huhu, Dominia. Wie bitte? Ich heiße nicht Dominia, ich heiße Domian. Ach, ja, Entschuldigung. Ich bin etwas aufgeregt. Regina. Ja. Um was geht's denn? Es geht um meinen Mann. Mhm. Und der macht mich seelisch fertig. Mhm. Der gibt mir zum Beispiel, wenn ich schlafe, gibt er mir kaltes Wasser ins Gesicht. Oder der macht mich in Kaufhäusern fertig. Und all solche Sachen. Oder was heißt ich habe zum Beispiel Stopp, hallo. Was heißt in Kaufhäusern fertig? Naja, wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen und ich habe zum Beispiel mal eine Butter vergessen in den Einkaufswagen zu packen, da hat er mich gleich angeschrien. Mhm. Und was bist du denn für eine, du vergisst ja alles und so hat er mich so richtig vor den Kassiererinnen fertig gemacht. Mhm. Und da einmal, ich wachte mal auf eines Morgens und da hatte ich auf einmal Bisswunden am Arm. Und da habe ich ihn gefragt, ja, wo kommen denn die her? Und da hat er mir gesagt, ja, da habe ich reingebissen. Also der hat da richtig reingebissen. Und du bist davon nicht wach geworden? Ich hatte Schmerzen und bin dadurch wach geworden. Mhm. Ja, und da habe ich ihn gefragt, ja, was soll das? Und ja, das war eine Strafe, weil ich an dem einen Tag vergessen hatte, den Müll runterzubringen, da hat er mich bestraft. Mhm. Und was ist das mit dem kalten Wasser? Er gießt dir kaltes Wasser ins Gesicht? Ja, so ganz plötzlich, mitten in der Nacht. Also wenn ich schlafe, dann gibt er mir auf einmal kaltes Wasser ins Gesicht, nur weil ich vielleicht mal irgendeine Hausarbeit vergessen habe oder so. Er gibt dir kaltes Wasser ins Gesicht, er beißt dir Wunden in die Arme nach. Ja, ganz tief bis in das Fleisch hinein. Er macht sich vor allen Leuten im Supermarkt fertig. Ja, genau. Schlägt er dich auch? Nee, das nicht. Wie lange seid ihr verheiratet? 2 Jahre. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder, nee. Wir haben auch relativ... Da kommt Julia. Schwulia. Das war jetzt ein Scherz. Wir müssen alle ganz kräftig lachen. Das war mir am Anfang schon ein bisschen dubios, wie sie mich angesprochen hat. Und die Stimme klang auch ein bisschen älter, ne, als Regina. Also wir haben kräftig abgelacht und machen dann weiter mit Benjamin. Und Benjamin ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallihallo Domian, grüß dich. Du bist echt. Ich frage es, du bist echt. Ich bin wirklich echt. Ja, das wäre auch noch schöner. Benjamin, um was geht's? Wenn ich nicht Kim Frank bin. Was? Tim Frank? Das ist der Sänger von der Gruppe Echt, aber ist doch egal. Auch nicht schlecht. Also Benjamin, um was geht's? Ja, wir hatten vor 5 Wochen mal telefoniert. Ich war der mit dem Stotterproblem. Ja, ich weiß. Mhm. Ich weiß. Du hast ein großes Stotterproblem gehabt. Und ich fasse mal eben zusammen. Und es stand an, dass du in eine Spezialtherapie gehst. Mhm. Für eine Woche oder 2 Wochen oder 3, weiß ich nicht. Die
für mich ganz interessant klang, nämlich das war keine psychologische Therapie, sondern eine Atemtechnik-Therapie. Und du hast damals zu mir gesagt, die Erfolgschancen wären ganz, ganz doll, dass man da das Stottern ja überwinden kann. Genau, ich habe auch 10 Sekunden aus unserem damaligen Gespräch vorbereitet, wenn man mal hören will, wie es damals war. Ja, gerne, wenn das geht. Gut, hier kommt's. Ja. Also ich von 34 Personen auf dem Seminar ganz oben. Also Ja, so hast du geklungen. Du hast Ich hoffe, man konnte es hören. Ja, man konnte es gut hören, ja. Also ein klassischer Stotterer. So, jetzt wie war's? Also ich würde sagen, es war bis heute sehr, sehr erfolgreich. Du redest ganz normal, aber du pustest immer so. Was ist das? Ich rede jetzt noch ungefähr einen Monat im Darth Vader-Modus. Ist das diese Atemtechnik? Genau, das ist eine Atemtechnik und eine Konzentrationstechnik. Und dieses Pusten, was du am Ende hörst, ja? Das basiert darauf, dass ich nach jedem Satz meine Restluft ausblasen muss. Und die wiederum bewirkt, dass du dann, wenn du neue Luft holst und du sprichst, nicht stotterst? Ja, nicht ganz. Also das liegt daran, das liegt an der Steuerung meines Zwerchfells. Ja. Der Zwerchfell ist der größte Muskel im Körper und ist für die Atmung zuständig. Ja. Also ich bin wirklich baff, muss ich dir sagen. Ich erinnere mich an das Gespräch gut und wir haben ja gerade auch einen kleinen Eindruck gewonnen. Mhm. Du hast richtig heftig gestottert. Mhm. Und es war kompliziert zu reden mit dir. Und du redest jetzt, abgesehen von diesem Pusten, was einen so am Anfang vielleicht ein bisschen irritiert, aber redest ja ganz normal. Mhm. Heißt das wirklich, ich finde es insofern ganz phänomenal, das heißt wirklich, dass das keine psychologische Ursache hat, sondern eine rein somatische Geschichte ist, mhm, und man das per Technik dann abtrainieren kann? Es liegt halt wirklich daran, bei normalen Sprechern bewegt sich das Zwerchfell beim Einatmen gleichmäßig nach unten und beim Ausatmen gleichmäßig nach oben. Ja. Und eben bei dem Ausatmen wird dann die Luft aus den Lungen über die Stimmenritzen gepresst und es entsteht ein gleichmäßiger Luftstrom. Ja. Und man kann eben kontinuierlich und gleichmäßig sprechen. Das heißt, kann man das so verallgemeinern, dass alle Stotterer eine Störung dieses Muskels haben? Das würde ich so sagen und deswegen würde ich auch sagen, dass das heilbar ist. Würdest du so weit gehen, zu sagen, dass das Stottern so gut wie nie eine psychische Ursache hat? Oder gibt es das auch? Oder vermischt sich das vielleicht? Wir reden ja nicht über die Ursache, warum man anfängt zu stottern, das weiß ich nicht. Das ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig. Na, es kann natürlich eine psychische Ursache haben, mhm, dass dieser Muskel nicht richtig funktioniert. Ne? Mhm. Das kann natürlich sein. Aber das ist natürlich Das kann sein, aber die direkte Ursache ist wohl eine physische. Mhm. Aber das ist eine große Erkenntnis, dass man, selbst wenn es eine psychologische Ursache hat, dass man dann sowohl in die Psyche, aber vor allen Dingen an die Technik gehen muss, ne? An die Atemtechnik. Genau, das ist eine Atem- und eine Konzentrationstechnik. Heißt, das basiert im Prinzip darauf, auf die Trennung von Denken und Sprechen. Ja. Mhm. Sensationell. Ich bin wirklich völlig baff und begeistert. Du wahrscheinlich auch. Du hast dich ja ein Leben lang damit rumgeschlagen, ne? Ich war total begeistert. Das, ja, das glaube ich. Es war so, ne? Du hast es immer schon gehabt, also seit Kindheit an. Seitdem ich denken kann, habe ich gestottert. Ja. Wie irre. Wie viele Wochen warst du dann da? Stimmte das, wie ich mich erinnert habe, 2-3 Wochen? Es waren genau 10 Tage. 10 Tage nur? Das ist ja phänomenal. Mhm. Wie heißt die Klinik? Sag's nochmal. Das ist das Del Ferro-Institut in Amsterdam. Del Ferro-Institut in Amsterdam. Ich hatte es neulich einen holländischen Namen genannt. Es kommt natürlich aus dem Italienischen. Del Ferro in Amsterdam. Bezahlen die Krankenkassen das? Da war auch vor 2 Wochen ein längerer Bericht bei Günther Jauch im Stern-TV drüber. Ah ja, das habe ich nicht gesehen. Ja. Bezahlt die Krankenkasse diese Therapie? Ich habe jetzt einen Brief bekommen, dass das zur Prüfung an den medizinischen Dienst weitergeleitet wurde und sie sich dann melden. Oh, wollen wir mal hoffen, dass der medizinische Dienst da den Durchblick auch hat, mhm, und das bezahlt. Wie teuer ist das denn, diese 10 Tage?
Der Kurs selber hat 1.400 Euro gekostet. Dazu kommen natürlich noch Übernachtung, Verpflegung und Anreise. Aber ist ja auch nicht die Bohne. Ist ja nicht viel. Wenn man so ein Leiden dann... Das ist natürlich dafür gar nichts. Ach. Wenn ich dafür die Garantie gehabt hätte, dass das klappt, dann hätte ich dafür auch irgendwie 10.000 oder 50.000 Euro bezahlt. Na klar, was für eine Belastung das für viele Menschen ist. So, jetzt warst du da, hast das gelernt. Ist es denn jetzt auch gewährleistet, dass das jetzt weiterhin so gut funktioniert? Oder besteht die Gefahr vielleicht doch, dass du wieder zurückflutscht so in die alten Verhaltensweisen? Also ich bin jetzt im Übergang von der dritten Phase zur vierten und in der fünften Phase spricht man ganz normal, so wie du im Prinzip auch. Ja. Und dann muss man sich gar nicht weiter konzentrieren, dann läuft das automatisch so. Nach der fünften Phase. Spricht dann ohne Methode. Das Zwerchfell hat sich dann an diese neue, richtige Art zu sprechen gewöhnt und bewegt sich dann automatisch so. Und geht dann ins Unterbewusstsein über, diese Mechanik dann. Ist das für dich eigentlich im Moment anstrengend, mit mir zu sprechen? In dieser Phase nicht mehr wirklich. Das mit der Atmung habe ich mittlerweile auch drauf. Ja. Ich muss mich manchmal etwas beherrschen, dass ich nicht spontan losplappere, weil ich das früher immer gemacht habe. Ja, ja. Und man muss sich als Gegenüber auch ein bisschen daran gewöhnen, an die kleinen Pausen. Aber wenn man weiß, woran es liegt, ist es ja völlig in Ordnung. Es ist ja gar kein Problem. Mhm. Also Benjamin, herzlichen Glückwunsch. Es ist ja wirklich grandios. Ja, vielen Dank. Toll. Ich habe vergessen, was du beruflich machst. Ich bin noch ein kleiner Student der Informatik und der Psychologie. Ach ja, so war es. Genau, der Psychologie auch. Das ist natürlich jetzt auch für deine weitere, auch für dein berufliches Leben eine ganz tolle Sache, wenn du normal sprechen kannst. Ne? Das war damals auch meine Hauptmotivation. Ja. Also Sensation. Dem Tribut an die Frauenwelt natürlich. Sensationell. Jetzt sagen wir nochmal, wie ist das nochmal, das Institut? Das sind zwei Worte, nennt sich Del Ferro. Gibt es auch eine gleichnamige Webadresse. Del Ferro Institut in Amsterdam. Also genau. Einen besseren Beweis, dass eine Methode funktioniert, kann man ja gar nicht liefern, als das, was wir jetzt gerade gehört haben. Ich gratuliere nochmal herzlich und wünsche, dass es weiterhin so gut läuft und du dann in ein paar Tagen oder ein paar Wochen völlig normal redest und die ganze Sache wirklich vergessen ist. Wenn ich mir noch kurz was wünschen dürfte. Klar, immer zu. Nur zu. Es wäre toll, wenn das auch mal so... Also zum Beispiel bei der Lokopädenausbildung wird in Deutschland immer noch gelehrt, dass es im Prinzip nicht heilbar ist. Mhm. Und es werden Methoden gelehrt wie die Van-Reibe-Therapie, wo dann am Schluss ein flüssiges Stottern rauskommt. Mhm. Du meinst alles Blödsinn? Ich meine, das ist Blödsinn. Ich meine, Stottern ist heilbar und vielleicht sollte man das nochmal genauer nachforschen. Ja, und du, wie gesagt, du bist der beste vielleicht Anlass dazu, das nochmal zu revidieren, diese Meinung, für die Leute, die es anders denken. Schön, dass wir nochmal gesprochen haben. Mhm. Und wie gesagt, alles Gute und studienmäßig und alles, was jetzt ansteht, toi toi toi. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss, Benjamin. Tschüss und noch viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Super. Das ist ja wirklich toll. Das ist ja wirklich sehr schön. Hannelore haben wir jetzt hier. 25 hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, ich bin 52 Jahre alt. 52? Ja. Hannelore. Ja. Um was geht es denn? Es geht darum, dass mein Lebensabschnittsgefährte gestern unter bestimmten komischen Dingen gestorben ist. Unter 55 Jahren. Was meinst du? Der ist gestorben. Der ist einfach gestorben. Und was meinst du mit bestimmten komischen, unter Umständen, ja. Das stimmt schon. Und zwar, er hat zwei Söhne. Einen jüngeren und einen älteren. Der ältere liegt im Moment im Krankenhaus, ist Dachdeckermeister. Ja. Hat eine eigene Firma und hat sich den Wirbel gebrochen. Und der kleinere Sohn, und er hat eine Freundin, die ist 18 Jahre alt und er ist über 30. Mhm. Und der kleinere Sohn, der war in der Wohnung und hat einen fremden Mann festgestellt. Was hat er? Einen fremden Mann festgestellt, der in der Wohnung war. Mhm. Da ist die irgendwo auf Reisen gewesen, in irgendwelchen Kneipen und hat den mitgenommen. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie rausgekommen durch den kleineren Sohn. Und dann hat der große Sohn, wie ein Anruf kriegte von seinem Bruder, seinen Vater angerufen. Ja. Ne? Und der Vater...
der hat das natürlich ernst genommen. Da oben ist ein fremder Mann in der Wohnung, ja, weil er da auch das Büro hat und Geld hat und alles. Mhm. Und er sollte da hochgehen und er kam nicht wieder. Das heißt, dein Freund ist dann in dieses Büro, ja, gegangen? Nee, der ist hoch in die Wohnung gegangen. In die Wohnung gegangen? Und kam nicht wieder. Und ist in der Wohnung verstorben? Ja. Und er war nicht verletzt oder irgendetwas? Nein. Und zwar hat man das ja alles kriminalistisch untersucht. Ne? Sie hatte wohl geschlafen, aber war wohl ziemlich betrunken oder auch mit anderen Dingern, ich weiß es ja nicht. Mhm. Und den Mann, den sie dabei hatte, der hat sich unter dem Esszimmer versteckt und der sah wohl genauso aus. Ne? Ziemlich zugedröhnt, ob das jetzt mit Ecstasy oder mit Alkohol ist, das kann ich nicht behaupten, kann ich nicht, weil ich nicht dabei war. Ich habe hier auf ihn gewartet, da war er 10 Minuten weg, ne? Und habe immer gedacht, warum gibt es da oben so einen richtigen Bums, als wenn so ein Kartoffelsack umfällt. Ja. Ne? Ja, und kurze Zeit später, 5 Minuten später, kam der andere Sohn, der Kleine, und fragte nach seinem Vater. Ich sagte, er ist hochgegangen. Ich sage, ich kann dir nichts dazu sagen, Marian. Wie kann der hochgehen? Wie kann der hochgehen? Da ist er mit seiner Freundin hoch und dann hat sie auf dem Sofa gelegen und er auf dem Teppich im Wohnzimmer. Dein, ja, Freund? Nee, mein Lebenspartner. Ja, ich nenne ihn mal deinen Freund. Der Freund, der hat sich versteckt unter einem Esszimmertisch. So, welche Todesursache wurde denn nun bei deinem Lebenspartner? Das wurde heute festgestellt, das wissen wir erst seit heute, dass er natürlichen Todes gestorben ist. Und welche Ursache war es? Ja, Herzversagen. Herzversagen. Ja, aber wissen Sie, wie die Medien sind? Die haben das direkt zerrissen. Mit Waffe, Überfall und all diesen ganzen Mist. Moment, langsam. Wer hat das jetzt zerrissen? Die Medien. Was heißt die Medien? Zeitung. In der Siegener Zeitung stand, das wäre ein Überfall gewesen. Und zwei Leute fast tot. Der eine tot und sie wurde wiederbelebt, was alles nicht stimmt. Alles stimmt nicht. Ich hatte ja gestern hier die Kriminalpolizei und auch heute hier gehabt. Mhm. Ne? Wir kriegen ja keinen Schlüssel, wir können ja nicht oben in die Wohnung. So, wir wollen mal festhalten. Dein Lebenspartner ist aufgrund eines Herzanfalls dort oben in der Wohnung verstorben. Ja. Man weiß nicht, was da vorgefallen ist. Nein. Es kann sein, dass er sich besonders erschreckt hat. Ja, genau. Irgend so etwas. Ja. Ja. Die Leute, die in der Wohnung noch anzutreffen waren, sind die verhaftet worden. Ja, aber ist nichts festgestellt worden. Die waren heute nochmal da oben, die Kriminalpolizei, oben in der Wohnung und kamen hier runter zu mir. Wir kennen uns schon 10 Jahre, wir sind nicht verheiratet, ja, aber ich kenne ja auch die Kinder. Es kann also sein, dass sich dein Freund, ich sag mal dein Freund, sehr aufgeregt hat. Und Nur weiß man bis heute nicht, was die Ursache der Aufregung war. Nein, nein. Ne? Nur wir sind im Grunde genommen froh, dass es keine Auswirkungen sind von einer Schlägerei oder so. Ne? Darüber sind wir wirklich alle froh. Er hat ja noch eine Schwester und ich kenne ihn 10 Jahre. War denn dein Freund herzkrank? Er war vor vielen Jahren herzkrank gewesen und hatte auch schon mal für 3 Jahre eine Rente. Eine Herzmuskelentzündung hatte er. Und ich musste aber dem Arzt, der mit dem Hubschrauber gekommen war, die ganzen Medikamente geben. Daraufhin kam heute die Kriminalpolizei und sagte, mein Gott, ihr Lebensgefährte, der war doch schwer herzkrank. Und das war für mich ganz schrecklich. Jetzt ist diese schlimme Sache passiert. Ja, und sonst. Genau. Ja. Was ist jetzt für dich so im Für mich ist es schlimm, dass er weg ist. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind die Umstände im Moment gar nicht so im Vordergrund, sondern er ist weg. Er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da, ja. Und das ist schlimm für mich. Das verstehe ich. Und das ist, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, weil ich kann es dir nicht sagen, Domian, aber für mich ist, ich höre schon nachts, ich kann nicht schlafen, ich höre schon Stimmen irgendwo oder Geräusche und ich denke, jetzt kommt er gleich um die Ecke. Ja, klar. Ihr wart 10 Jahre zusammen. Ja. Quasi wie verheiratet. Ja. Das kann ich nicht verkraften. Aber im Moment jedenfalls nicht. Die Kinder, die haben alle beide Angst um mich, weil ich auch herzkrank bin. Die wollen mich nicht allein lassen. Immer schieben sie irgendwelche Verwandten zu mir. Hast du denn jetzt jemanden bei dir heute Nacht? Nee, ich habe keinen bei mir. Ich habe ja hier auch eine Katze, Domian. Die Katze, die war an ihn gewöhnt und
ich habe nur so ein kleines Apartment, ich kann die Katze nicht mitnehmen. Ja, die ist gewohnt rauszugehen. Ja. Ich muss ja alles organisieren. Mhm. Es ist ja jetzt auch noch alles so frisch, dass du ja auch quasi noch unter dem Schock stehst, dass das alles passiert ist. Er ist ja nicht mal beigesetzt, die Beisetzung war ja nicht mal. Ja. Wann ist die denn geplant, weißt du das? Ja, wir haben das so gemacht, weil der Junge, der andere, der Große, den Rückenbruch, der Wirbelsäulenbruch hat, haben wir das so gemacht, dass er verbrannt wird. Und dann, wenn es ihm besser geht, dass man da nur Urnenbeisetzung. Urnenbeisetzung haben mit dem Gottesdienst. Ich hatte ja Notfallseelsorger hier. Die haben die ja alles besorgt von der Polizei. Ich war ja fertig. Ich war ja so fertig. Das glaube ich. Und das wird auch noch. Aber ich kann dir dann gar nicht sagen. Und dann fehlt mir. Ich denke mal, jetzt gleich kommt er um die Ecke. Hast du denn von deinem Arzt vielleicht so Beruhigungstabletten aufgeschrieben? Noch nichts. Ich bin noch nicht gegangen. Ich habe hier die ganze Familie von seiner Seite, die immer kommen und gucken, wie geht's dir und so. Ne? Weißt du, Hannelore, ich glaube, dass in so einer schlimmen Phase ist das durchaus okay, wenn man mal so eine Pille einnimmt, um sich ein bisschen zu beruhigen. Weil es ist ja so ein schlimmer Schmerz und den musst du ja irgendwie aushalten und den kann man manchmal nicht aushalten. Und um sich dann so ein klein bisschen wegzubetäuben, finde ich in Ordnung. Lass dich doch beraten von deinem Arzt und dir was aufschreiben. Ja, muss ich ja. Ich komme nicht damit klar. Ja. Ich komme nicht damit klar, Norian. Ich komme nicht. So den Tag. Er fehlt mir überall. Ja, ja. So den Tag über, mit wem hast du heute so gesprochen? Ja, heute habe ich gesprochen, sein jüngster Sohn, der kommt dann immer auch, ne? Der hat sich Urlaub genommen und die Freundin kommt auch mit. Die haben Angst beide um mich, dann ist irgendwas passiert. Ja. Und dann heute Abend, dann war von seiner Schwester der Ehemann da. Mhm. Sie hatte ja auch die ganze Nacht, ich war schon zwei Nächte nicht mehr. Ich meine, das ist sehr schwer jetzt in der Situation, das auch zu verstehen. Aber ich glaube, du musst jetzt sehr tapfer sein. Ja. Dein Lebenspartner, dein Freund, der würde nicht wollen, dass du dir das Leben... Ja, aber er würde auch nicht wollen, dass du dir das Leben nimmst. Das würde er nicht wollen. Nee, das mache ich auch nicht. Nein, ich bin nicht so ein Typ, Domian. Ja. Nur er fehlt mir und da tut mir manchmal so weh. Ach, das ist doch auch normal, Mann. Wenn man so lange jemanden lieb gehabt hat und zusammen war und ihn plötzlich verloren, also plötzlich auch verloren hat. Weißt du, da waren ja auch die zwei Jungs. Das waren wie meine eigenen. Aber und jetzt hat der Kleine Angst um mich. Aber er sagt immer, Mensch, Hanna, wenn dir noch was passiert, ich glaube, dann drehe ich durch. Aber guck mal, Hanlo, das ist doch auch ein Trost, dass du diese Jungs hast, dass die dir so nahe stehen und dass die sich auch um dich kümmern. Wenn du jetzt ganz alleine dastehen würdest, wäre es ja noch viel schlimmer. Ja, meine Geschwister, die haben sich auch gestern gemeldet und meine Mutter hat zu ihrem Geburtstag abgesagt. Ja, ja. Ich kann das nicht. Ich kann nicht am 11. März meinen Geburtstag feiern und dir geht's nicht gut. Also lass mal den Schmerz ruhig richtig raus und weine auch, sobald du weinen möchtest. Ja, ich glaube auch, das tut gut. Das tut absolut gut. Und sag auch, wenn du Besuch hast, wein auch vor den Leuten. Das ist überhaupt keine Schande. Das kann man. Das tue ich, ja. Ja. Und geh morgen zum Arzt und lass dich mal beraten, ob er dir nicht vielleicht ein paar Sachen verschreibt. Die Schwester von ihm, die hilft unwahrscheinlich, ne? Und auch ihre Tochter, die will jetzt mal vorläufig meine Katze nehmen. Ja. Wollen, dass ich nicht dauernd hier sein muss. Ja. Ich habe ja meine eigene Wohnung. Ja. Ne? Ja. Aber das ist schon schlimm, wenn so ein Mensch nicht mehr da ist. Ja. Was meinst du denn, wo es erträglicher ist für dich? In der eigenen Wohnung oder in seiner Wohnung? Nee, in der eigenen Wohnung. In der eigenen. Ich habe es nicht so groß, hier ist alles riesengroß. Aber ich muss jetzt noch dem anderen Sohn muss ich noch helfen, die Papiere zu ordnen. Ja. Das mache ich ja auch. Ja, das mache ich auch. Das haben wir verabredet gestern. Und das mache ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass besonders die Nächte sehr schwer für dich sind. Ja, aber Domian, 10 Jahre ist eine lange Zeit. Und auch wenn ich 25 Jahre mit einem anderen Mann verheiratet war, aber es hat mir nichts gegeben. Und hinterher, mit dem wollte ich alt werden. Ja, ja. Wir hatten so viele Pläne. Jetzt weißt du vielleicht, dass ich im Hintergrund immer einen Psychologen habe. Und wir können ja nicht so ganz lange hier in der Sendung Das weiß ich ja. Ich sehe deine Sendung schon lange. Ja. Deswegen möchte ich dir jetzt anbieten, dass du in Ruhe mit meinem Psychologen weitersprechen kannst. Ja. Und ich spreche dir von Herzen mein Mitleid, mein Beileid aus. Ja, danke dir. Und wünsche ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, und wünsche dir, dass du das tapfer
die nächsten Wochen, die sehr schwer werden. Dass ja, du die werden auch schwer. Ja, die werden schwer. Die werden wirklich schwer. Die werden sehr schwer. Ja. Liebe Hannelore, viel Kraft. Danke von Herzen und leg auf und der Johannes ruft dich gleich an. Ja, danke schön. Alles Liebe. Tschüss, Domian. Tschüss. Ich möchte euch jetzt schon mal aufmerksam machen oder informieren über unser Thema morgen. Morgen haben wir eine Themennacht und das Thema heißt böse Väter. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr sehr schlechte Erfahrungen gemacht habt mit euren Vätern oder vielleicht sogar im Moment noch sehr schlechte Erfahrungen macht mit euren Vätern, dass ihr sagt, ich verachte diesen Mann, ich hasse diesen Mann, er hat mir etwas angetan, was er vielleicht oder was man nie wieder gut machen kann. Also morgen heißt das Thema böse Väter. Jetzt geht's weiter mit Silvia und die ist 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Silvia. Um was geht's bei dir? Ja, also es geht darum, dass ich meinen Freund durch den Knast kennengelernt habe und wir jetzt nach 5 Monaten heiraten wollen. Wie kommt das, dass du ihn durch den Knast kennengelernt hast? Ja, also wir waren beide in der JVA in Gelsenkirchen und das musst du dir so vorstellen, da ist auf der einen Seite der Frauenknast und da ist ein Sportplatz dazwischen, auf der anderen Seite der Männerknast. Also man guckt gegenseitig aufeinander. Aha. Und da nimmt man weißen Küchenlappen in der Hand und so schreibt man sich gegenseitig. Ach. Also wenn ich jetzt dem Mann schreibe, dann liest er das in Spiegelschrift und umgekehrt, ne? Moment, also du schreibst das auf den Küchenlappen? Ich schreibe mit dem Küchenlappen, also ich halte den Arm durch die Gitter und schreibe mit, ganz einfach. Und er liest das von der anderen Seite in Spiegelschrift. Und drüber, dazwischen liegt der Sportplatz? Ja, klar, sicher. Ja? Ja, und warum, ich verstehe nicht, wieso liest er das in Spiegelschrift? Du schreibst es drauf? Achso, ich verstehe, ja, ich verstehe. Du schreibst ja so groß, dass er das lesen kann. Ich verstehe, ja. So, und er hat dadurch ein Mädchen kennengelernt und ich einen anderen Jungen. Also gar nicht wir uns untereinander. Ja. Er hat ein Mädchen kennengelernt, die bei mir auf der Abteilung war und ich einen Jungen, der über ihm lag. Aber lass mich mal fragen, ihr könnt euch doch gar nicht richtig sehen und wahrnehmen. Nee, man sieht sich wirklich nur von ganz weit weg. Von ganz weitem und reagiert dann auf das, was man geschrieben hat. Ja, genau. Und zurück und antwortet. Das ist so ein bisschen ins Schwarze hinein, der Flirt, ne? Also man weiß gar nicht genau, wer dahinter steckt. Ja, das heißt, man schreibt sich da meistens auch noch über Hauspost, also kann man Briefe schreiben ganz normal und dann schickt man sich Fotos. Mhm. Oder ich zum Beispiel hatte den Vorteil, ich war Hausmädchen, ich bin dann zur Küche gelaufen und die war am Männerbau. Ich konnte dann von da aus direkt auf den Männerbau gucken. Also ich habe die Leute schon von Namen dann gesehen. Ne? Das ist ja wie im Film. Ja, ungefähr. Aber wenn die Jungs zum Beispiel auf dem Sportplatz irgendwas gemacht haben, dann konntet ihr die doch ein bisschen näher sehen. Ja, klar, sicher. Ja, und umgekehrt auch. Die Frauen, die hatten leider auf der anderen Seite Sport, wir konnten nicht. Aber wenn die zum Beispiel Laufgruppe hatten, dann waren die noch näher an einem ran und so. Und dann habt ihr Mädels gespingst, wenn die Jungs da unten waren. Ja, so ungefähr. So, auf diese Tour kam jetzt der erste Kontakt zustande. Ja, so, also wie gesagt, ich mit jemand anders und er mit einer anderen Frau. So. Ja. Ich habe dann schon manchmal irgendwie hingeguckt zu ihm und er auch zu mir, weil man kannte den Namen, aber wir kannten uns halt nicht gegenseitig. Mhm. So, er wurde dann entlassen. Und dieses Mädchen, die mit ihm halt Kontakt hatte, die war bei mir auf der Abteilung. Mhm. Und ich hatte dann Ausgänge und sie hat mir dann seine Telefonnummer gegeben. Mhm. Ich sollte ihm Pullover von ihr geben und sollte halt mit ihm reden. Und so habe ich ihn dann im Ausgang halt angerufen und wir haben uns dann halt durchs Telefon erstmal richtig kennengelernt. Mhm. Und einen Monat später wurde ich dann entlassen. Wir hatten ausgemacht, dass ich an dem Tag der Entlassung mich mit ihm treffe, dass wir uns halt persönlich erst einmal vorstellen und uns unterhalten. Ja, dann bin ich am ersten Tag meiner Entlassung dahin gefahren. Ja, dann habe ich ihn gesehen, da hat es Ping gemacht. Dann habe ich mich in ihn verliebt. Ja, und er sich halt in mich auch. Und die andere Sache war dann gegessen mit dem anderen Mädel? Ja, klar, die war dann sofort gegessen, mehr oder weniger. Ja. Also er hat sie auch noch, fairerweise hat er ihr auch noch geschrieben und hat wohl noch Kontakt mit ihr gehalten, aber er war halt dann mit mir zusammen. Mhm. Ja, bin dann auch direkt nach einem Monat mehr oder weniger zu ihm gezogen. Mhm. Das ist jetzt 5,5 Monate her. Ja. Und seitdem hat unser Leben sich wirklich um 180 Grad gedreht. Ja. Also wir machen beide keine krummen Geschäfte mehr, gar nichts und wollen jetzt auch nächsten Monat heiraten. Also du bist 26. Wie alt ist er? Er ist 25. 25. Weswegen saß er im Knast? Er saß wegen BTM im Knast. Also er hat mit Heroin gehandelt. Ja. Wie lange hat er im Knast gesessen? Er saß 8 Monate. 8 Monate. Und jetzt zu dir. Weswegen saßt du? Ich saß wegen Raubüberfall. Ich habe insgesamt 33 Monate gehabt und habe davon 22 Monate abgesessen und habe 11 Monate auf Bewährung bekommen. War das deine erste und einzige Straftat oder gab es schon kleinere davor? Ja, es gab schon kleinere davor. Raubüberfall, was hast du gemacht?
Ja, früher so Diebstähle, damit fing das eigentlich alles an. Also alles im Hintergrund halt von Drogen, ne? Ach so. Das heißt also, dass du immer dir so das Geld beschafft hast, um die Drogen zu finanzieren. Ja, richtig. Ja. Seid ihr denn jetzt beide absolut clean? Ja, absolut. Absolut? Ja. Durch den Knast oder vorher schon? Nee, also beide durch den Knast eigentlich. Also zwangsweise oder gab es da eine Therapie im Knast? Nee, da gab es keine. Also man konnte, also bei mir war das so und bei ihm, man hatte die Wahl zwischen Knast oder Therapie. Mhm. Und ja, bei mir war das so, ich hatte halt, das dauert so 4-5 Monate, bis man eine Kostenzusage kriegt für eine Therapie. So lange ist man dann erstmal in Haft. Ja. Ja, und in der Zeit hatte ich mir überlegt, ich hatte schon Freiheitsdrang, hatte Angst, dass ich dann eventuell die Therapie abbreche oder so. Mhm. Hab auch da eine feste Arbeit gehabt, konnte über das Leben nachdenken und hab gedacht, nein, ich ziehe lieber den Knast durch. Ja. Eine Therapie wären auch nur 6 Monate gewesen und so war ich 22 Monate erstmal weg, hatte auch Abstand zu den Leuten und so. Ach so, du hast dich bewusst für die längere, längere weggeschlossen sein entschieden. Ja, klar, auf jeden Fall. Wie stelle ich mir das hart vor? Man sagt, dass es ein trockener Entzug ist, ne? Oder wie nennt man das? Kalter Entzug nennt man das. Nee, es war aber kein kalter Entzug. Also mehr oder weniger, wenn man erstmal in Haft kommt, dann bekommt man eine Woche lang Methadon. Ach so, das bekommt man auch in der Haft. Ah, ja. Da wird man halt langsam runter, was heißt langsam, das ist nicht sehr viel. Man hat halt also auch einen härteren Entzug, als wenn man den warm jetzt in der Klinik macht. Ja. Aber es geht auf jeden Fall. So die ersten 2-3 Wochen waren hart, aber... Ja. Also das ging bei dir auch um Heroin, ne? Bei dir genauso. Ja, klar. Heroin, ne? So, 5 Monate seid ihr jetzt zusammen, wohnt zusammen schon. Und hast du jetzt das Gefühl, dass ihr wirklich jetzt vor einem neuen Leben steht, ihr beiden? Ja, auf jeden Fall. Ist es hilfreich, dass ihr beide euch gefunden habt? Oder würdest du sagen, das würde ich alleine auch schaffen? Nee, ohne ihn würde ich das auf gar keinen Fall schaffen. Mhm. Wie ist es so mit Arbeit und ja, ich werde jetzt eine Umschulung machen. Ja. Und bei ihm steht das noch offen. Mhm. Du hast schon mal was gelernt, wenn du Umschulung sagst? Ja, ich habe Rechtsanwaltsgehilfen gelernt. Ah ja, und auch abgeschlossen? Ja, die Lehre habe ich auch abgeschlossen. Und was hat er gemacht früher und gelernt? Er hat gar nichts gelernt. Also muss er jetzt ran? Ja. Er muss irgendwas machen? Ja, klar. Wie viele Jahre hinkt ihr denn an der Nadel vorher? Wir hingen beide nicht an der Nadel, wir haben beide geraucht. Ach so, na gut, also wie viele Jahre habt ihr das konsumiert? Also ich 5 Jahre und er, wie viele Jahre, Schatz? 3. 3 Jahre, er ist bei dir. Ja, schön, klar, wie immer. Hört sich gut an. Wenn ihr jetzt tapfer seid und das durchzieht alles, dann ist es gut. Und auf jeden Fall die Liebe meines Lebens. Also das ist echt Glück, dass was Liebe alles bewirken kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie was für eine Stütze das sein kann. Ne? Wenn man, also ich finde es klasse. Schöne Geschichte. Und hoffen wir auf ein weites, großes Happy End, dass ihr beide Jobs findet und dann eine Familie gründet und das alles richtig gut weitergeht. Ne? Es ist ja noch alles Probezeit, ne? Im Moment. Ja, klar. Ne, irgendwie. Also das ist ein super toller Anfang, aber jetzt muss es auch so weitergehen. Ja, sicher. Aber wir sind guten Mutes auf jeden Fall. Das höre ich. Silvia, toi, toi, toi. Jo, alles einen schönen klar, Gruß an deinen Freund. Ja, mach tschüss. Es. Okay. Jörg, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jörg. Dein Thema. Ja, es geht halt um mein männliches Glied. Und ich habe da halt jetzt auch mittlerweile viel mit durchzumachen, so auch durch die Mädels und so weiter, die auch dann sagen halt, der ist viel zu klein und was soll ich mit dir anfangen und so, kann ja eh keine Frau damit beglücken. Aha. Also das bedrückt mich schon ganz kräftig. Ich hatte vorige Woche auch jemanden in der Sendung, der erzählte, dass er einen zu kleinen Penis hat. Hatte ich mal gehört. Ja, da ist natürlich jetzt, das gestattest du, das müssen wir so machen, die erste Frage, wie groß ist er im irrigierten Zustand? 14,5. Naja, das ist doch noch ein unterer Durchschnitt, würde ich sagen. Fast noch Durchschnitt. 14,5, Mann. Ja gut, nur halt, die sagen alle, oder sagen wir so, die Freundinnen, die ich hatte, sagen halt, dass es zu wenig ist. Was sind denn das für Frauen, Mensch? Was sind denn das für Mädels? Das ist ganz normale. Glaub ich eher eigentlich nicht. 14,5 und vom Durchmesser auch eher normal oder besonders dünn? Ja. 4 cm. Ja. Also ist das nicht die Granate, aber es ist völlig in Ordnung. Also als Pornodarsteller würdest du dich wahrscheinlich nicht so eignen, aber musst du ja auch nicht. Nein, jetzt erzähl mir mal bitte, du bist 34 Jahre alt. Wie viel, ich vermute mal, dass du schon einige Frauenkontakte hattest. Du hast ja auch gehabt. Ich hatte insgesamt 3 feste Beziehungen, die auch über Jahre gingen. Und die 3 festen Beziehungen haben sich auch beklagt, dass der zu klein ist? Ja. Alle 3?
Nach der Zeit, ja. Also haben wir gesagt, das ist zu klein und so weiter. Ich denke auch mal, dass meine Ex-Freundin da ja auch fremdgegangen sind, um halt das zu kriegen, was sie dann haben möchten. So, die drei festen Beziehungen haben gesagt, er ist zu klein. Wie viele Frauen-Connections hattest du sonst noch? Wie viele Verbindungen zu Frauen oder? Ich bin eigentlich kein One-Night-Stander, also eigentlich, wenn ich so rechne, die letzte Beziehung, die ich hatte, war 4 Monate. Und die hat es auch gesagt? Ja, die hat mich dann hinterher auch verlassen. Mhm. Aber die hat das nicht gesagt. Ich denke, sie hat es mir nicht so gesagt, aber ich denke mal. Ich denke das nicht, Jörg. Das glaube ich einfach nicht. Was sind das für Frauen? Die, also wenn das wirklich so sein sollte, dass sie sagen, der ist zu klein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Vielleicht bist du nicht gerade so geschickt im Bett. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht an der Größe liegt, sondern an der Qualität der Sexualität. Kann das sein? Dass sie damit nicht zufrieden waren? Weiß ich nicht. Also ich sag mal so, ich gebe eigentlich mein Bestes in der Hinsicht. Das heißt, ihr habt aber auch nie ganz offen geredet. Du hast nicht ganz klar gefragt und hinterfragt und so. Nein, das nicht. Ja. Da war ich irgendwie auch, bin ich auch zu schüchtern für. Ja. Da nachzufragen, sag mal, mache ich irgendwie was verkehrt oder so. Ich habe fast den Eindruck, dass du das einredest mit dem zu kleinen Penis. Es hat vielleicht, wenn es auch eine gesagt hat oder so, was ich für völligen Blödsinn halte, wirklich, dass du jetzt so Komplexe hast und dich da so drauf konzentrierst, dass du verkrampft bist und blockiert bist für alles. So einen Eindruck habe ich im Moment. Ich sage dir wirklich, das ist nicht zu klein. Das ist noch okay. Ja gut, du sagst, es ist okay, nur halt, wenn man das dann halt von einer Frau hört, dass er zu klein ist und so weiter. Ja, dann würde ich die Tante rausschmeißen, weißt du? Dann kannst du auch eine Frau sagen, hier, deine Brüste sind mir zu klein, tschüss oder so. Was ist denn das für eine Rederei? Also es ist mir völlig unbegreiflich. Wenn du warst 3 Jahre mit den... Wie lange warst du zusammen mit den drei Frauen jeweils? Die längste Beziehung, das war die erste, die ich hatte. Da war ich 3,5 Jahre mit. 3,5 Jahre? Und die hat das auch angeblich auch gesagt? Ja, die hat definitiv gesagt, dass er zu klein ist und so weiter und sucht sich halt auch einen anderen. Hm. Nun gut, es kann natürlich passieren, dass die eine oder andere sowas mal sagt. Aber ich würde mal sagen, versuche das mal, sofern das noch geht. Du hast dich da ja hier schon so reingedacht. Das einfach mal zur Seite zu wischen. Weißt du, ich glaube, der Durchschnitt, der deutsche Durchschnitt liegt irgendwie bei 15 cm, 16 cm. Ja, mir hat man gesagt 18. Nein, niemals, niemals, nein, nein, niemals, niemals. Also, bist du denn sonst mit deinem Leben so zufrieden oder es hakt so an vielen Ecken und Enden? Ich sag mal so, eigentlich mein Leben ist eigentlich ganz normal wie jeder andere auch. Ja. Nur halt, dass ich auch nachdem der Schock jetzt war, auch nach der zweiten Beziehung, die halt nur 3 Monate gedauert hat, die es mir auch gesagt hat, ich bin mittlerweile ein halbes Jahr solo und ich sag mal so, ich traue mich auch irgendwo gar nicht mehr irgendwie in irgendwelchen Pubs oder Diskotheken rumzutreiben, um halt irgendwie was Neues kennenzulernen. Also. So, ich sag dir jetzt, wenn das wirklich so stimmt, wie du es mir erzählt hast, dass die Frauen das so plakativ gesagt haben, hast du einfach nur richtig Grottenpech gehabt. Nimm es bitte nicht ernst. Wisch es zur Seite. Und geh ganz normal auf Frauen zu, wie du es eigentlich auch tun würdest. Ich garantiere dir, das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Nächste so etwas jetzt nochmal sagen würde. Wirklich, Jörg. Nimm es nicht, häng es nicht so hoch. Nimm es nicht zu ernst. Ja, ich sage es wirklich so einfach. Na, was bleibt dir denn anders übrig, als es zu akzeptieren? Das ist schon richtig. Ne? Du kannst es ja nicht vergrößern lassen. Ja, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Es gibt ja so Kliniken. Ja, vergiss es. Außerdem ist das bei dir wirklich nicht nötig genug. Da gibt es härtere Fälle, glaub mir. Also Jörg, wisch es bitte zur Seite. Es ist Blödsinn. Es ist wirklich Blödsinn. Und versuche wirklich ganz normal wieder an neue Frauen ranzugehen. Und ich bin sicher, du triffst auf Frauen, die... Sei aber offener in Sachen Sexualität. Wenn du den Eindruck hast, dass die nicht so zufrieden sind, dann frag ganz einfach. Vielleicht liegt es wirklich an der Technik oder an mangelndem Ideenreichtum, was man gemeinsam auch besprechen kann, dass es besser wird. Alles Gute.
Okay, Domian. Tschüss. Darf man noch mal einen schnellen Gruß durchschicken? Aber ganz schnell. Ja gut, ich grüße halt meine letzte Beziehung, die halt auch ein Kind von mir hat. Nico, ich wünsche dir alles, alles gut und zum Geburtstag nächste Woche bin ich auf jeden Fall da. Alles klar. Tschüss, Jörg. Okay, Domian, bleib so wie du bist. Tschüss. Laila, 21 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Laila. Hallo. Also, wie soll ich denn anfangen? Ich hole mal ein bisschen aus und zwar... Ich habe nicht verstanden, sag nochmal. Ich hole ein bisschen aus. Also, ja, nicht zu weit, sag mal ganz klar, was hier. Klar, ich hatte eine Beziehung vor kurzem, bis circa 2 Monate, bis vor 2 Monaten. Und mit demjenigen war ich circa 200 Jahre zusammen. Ja. Der wollte kurz vor Weihnachten angeblich jemanden besuchen, also sagen wir seine Schwester. Und da stand auch schon fest, dass er, wenn er zurückkommt, wieder nach einer Woche für eine Woche wieder wegfährt. Wäre auch kein Problem. Ich meine, ich habe meinem Freund eigentlich immer vertraut und ich habe auch nie richtig irgendwie Verdacht geschöpft. Auf jeden Fall, sie hat mir auch keinen Anlass dazu gegeben. Und ja, aber irgendwann mal wurde ich misstrauisch, wo er beim zweiten Mal weg war. Und habe ich ein bisschen geforscht und habe ich bei der Schwester angerufen, der wäre angeblich nicht da gewesen, jetzt käme ich später. Und ja, habe ich dann nochmal angerufen und ja, es hieß später, ich muss ehrlich sagen, ich mache mir selber Sorgen, der meldet sich bei mir auch nicht. Ich muss dazu sagen, es war so abgemacht, dass er einfach seine Ruhe haben wollte und sein Handy abgestellt hat, war nicht erreichbar. So, und mittlerweile weißt du aber, was los ist. Was war los? Ja. Es war los, es war erstmal das, wo er zurückkam. Habe ich bemerkt, dass erstmal, da ist einiges dann vorgefallen, der war erstmal so komisch. Kommen wir zur Sache und dann meinte der einfach, der hätte jemanden kennengelernt. War erstmal so ein kleiner Schock. Okay, eine dann Frau. Jein, das war ein Mann. Ein Mann? Ja. Manche würden sagen, ja, sei doch froh, du hast ja nichts falsch gemacht nach dem Motto, aber das war für mich ein Schock. Also, ihr seid 2,5 Jahre ein Paar. Dann gewesen. War der, ich fasse mal zusammen, dann war der Bursche plötzlich eine Woche verschwunden, kommt zurück und beichtet dir, ich habe was angefangen, auch was Sexuelles mit einem Typ. Ja. Ne, so. Für dich großer Schock, weil du damit überhaupt nicht gerechnet hattest, dass er diesbezüglich auch gestrickt ist. Hat er denn zu dir gesagt, dass er jetzt richtig verknallt in den ist? Oder hat er gesagt, das ist jetzt nur irgendeine Sexgeschichte nebenher? Nee, genau das Gegenteil. Also der ist auf diesen Typen aufmerksam geworden, gerade weil, ich muss sagen, das ging übers Internet. Das war mehr oder weniger kein Zufall. Der ist also direkt auf Kontaktanzeige gegangen und auch wirklich so nach dem Motto, er sucht ihn. Und der ist auf diese Anzeige aufmerksam geworden, weil dieser Typ nicht sich so dargestellt hat, dass er wirklich was Sexuelles sucht, sondern einfach mehr so auf dieser geistigen Ebene haben die sich da irgendwie gefunden. Ja. Die hatten fast ein halbes Jahr, hatten die wohl Kontakt über E-Mail. Das habe ich alles im Nachhinein alles erfahren. Dein Freund hatte vorher noch keinerlei bisexuelle oder homosexuelle Kontakte? Nein. Soweit du weißt. Soweit ich das weiß, genau. Du bist jetzt nicht mehr mit ihm zusammen? Nein. Nein, du hast dich deshalb von ihm getrennt? Genau. Ist er denn mit diesem Typ jetzt zusammen? Nein, weil er sagt, also erstmal hat er mir gesagt, er hat sich gefunden und der ist selber jetzt glücklich darüber, dass er sich offenbart hat, dass ich das auch weiß, dass er das nicht mehr mit sich rumtragen muss, weil er hat sich auch komisch mir gegenüber verhalten. Auch bei jeder Kleinigkeit ist es aus dem Fugen geraten, haben wir uns in den Haaren gehabt und weil er einfach wahrscheinlich sich nicht offenbaren konnte und dann, wo er sich da befreit hat, ist er auch anders mit mir umgegangen. Ja. Wie war denn seine Position? Wollte er denn eigentlich mit dir weiter zusammen sein oder war das für ihn auch eine Erleichterung, als du gesagt hast, nein, ich will nicht mehr? Er wollte nicht, weil das ist ja wie beim normalen Paar, wenn du eine Beziehung mit jemand anders hast, schließt er mit der anderen Beziehung ab. Sonst würde er ja sein Freund, der jetzt nicht mal sein Freund ist, ja untreu werden. Und also, deswegen stand das dann für uns fest, dass wir uns ja trennen. Achso, in Anführungszeichen gute Freunde. Ja. Er war also doch mit dem Mann eine Weile zusammen dann? Ja. Und jetzt im Nachhinein heißt es ja, das ist doch nicht sein Ding, sage ich mal. Also der kann sich doch nicht damit so richtig identifizieren, aber mit diesem Mann versteht er sich ganz gut. So, warum hast du mich heute angerufen? Weil ich damit auch nicht klarkam, weil dieser Mann war nicht in seinem Alter, der war wesentlich älter. Wie alt ist dein Freund oder dein Ex-Freund? 27. 27 und dieser Geliebte, wie alt ist der? Über 60. Über 60? Ja. Oh, wow, ja, das ist natürlich ein großer Altersunterschied. Ja, und... Also macht
ist es jetzt für dich schlimm, dass er da einen anderen Mann hat? Oder ist es für dich schlimm, dass er einen anderen Mann hat, der auch noch so viel älter ist? Ja, also erstmal, wenn das nicht einen selber betrifft, sagt man, naja, Homosexualität, naja, ich akzeptiere es, aber okay. Aber wenn es dann einen selber trifft, dann denkt man ganz anders drüber. Und zwar, ja, es geht ja auch hier gar nicht um generelle Homosexualität, sondern es geht darum, dass dein Freund ja fremdgegangen ist und sich in jemand anderen verknallt hat. Genau. Und also für mich war also das, was am meisten für mich schlimm ist, ist einfach, dass der so alt ist, der Mann. Also das ist für mich normal. Also wenn dein Freund... Das finde ich ein bisschen seltsam, muss ich schon sagen. Das heißt, wenn dein Freund, dein Ex-Freund, mit einem jungen Typ angekommen wäre, hättest du gesagt, toll, seid zusammen, liebt euch und tschüss, oder wie? Nee, auch nicht, weil das einfach alles so hinterlässig passiert ist. Einfach weg war, der hat den Besuch und ich warte voller Hoffnung hier, das war kurz vor Weihnachten, mache und tue alles. Klar, das verstehe ich auch. Das betrug mich einfach, das hat mich auch super verletzt. Und also ich verstehe einfach, dass du aufgrund der Untreue so sauer bist. Da müsste doch eigentlich das nebensächlich sein, dass der Freund 62 ist. Okay, das ist ein bisschen seltsam, ein bisschen ungewöhnlich, aber eigentlich ist das eher eine Randnotiz in der ganzen Geschichte, oder? Jein, auch. Also es ist auch viel mehr, dass man jetzt sich Gedanken macht über diese ganzen Gefühle, die zwischen einem passiert sind. Ob das denn auch wirklich dann ist, wenn man sagt, ja, halt, ich liebe dich oder viele andere Sachen. Ob das dann wirklich auch so war oder ob das einfach nur das, so dahergesagt hat, wie man sich was so ein Mensch fühlt. Also ich kann, das ist das Ding. Wenn ich du wäre, ne, würde ich so die 2,5 Jahre Revue passieren lassen. Ja. Und da würde ich daran denken, Mensch, damals, als es schön war mit uns beiden, als es zärtlich war, als wir vielleicht guten Sex hatten, war der wirklich in Gedanken bei mir oder hat er da an einen Mann gedacht? Und das ist es eben. Wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich wahnsinnig sozusagen, weil man denkt, das war ja alles vorgelogene Gefühle und wozu habe ich meine Zeit verschwendet? Hast du ihn darauf angesprochen, wie das war, ob er wirklich damals, als er mit dir zusammen war, richtig bei dir war oder ob das vorgespielt war? Hast du ihn gefragt? Sagen wir es mal so, der hat das selber so als Frage gestaltet, dass ich mir selber darum Gedanken mache, ja, meinst du denn, oder kannst du dir wirklich vorstellen, dass, so wie du es gerade halt auch gesagt hast, also kannst du dir wirklich vorstellen, dass ich immer so dich im Kopf hatte oder wenn ich meine Augen zu habe oder ob ich nicht an einen anderen Mann gedacht habe, dann habe ich gesagt, ja, schön, bitter. Super. Das ist bitter, das ist wirklich bitter. Aber, da bleibt überhaupt gar nichts anderes übrig, als sich damit zu arrangieren, ne? Das ist eine Verletzung, die dir dabei gefügt wurde, aber da kann man gar nichts mehr machen jetzt. Das ist einfach so passiert. Das ist schlimm. Ja, und vor allem, dass man nacheinander kommt, da, es ist doch nicht so, ich habe mich doch irgendwie nach dem Motto anders entschieden, das bin doch nicht ich. Also ich komme mit dieser Beziehung nicht, das ist einfach ein guter Freund für mich jetzt so ungefähr. Wollte er denn wieder zu dir richtig zurückkommen unter Umständen? Nein, also darüber wurde irgendwie gar nicht gesprochen. Kannst du also, denn überhaupt ein guter Freund sein nach dieser Irritation, nach dieser Verletztheit, geht das? Könnte ich, glaube ich, nicht. Nein, weil dann zweifle ich immer an jeder Aussage, die da jetzt dahinter steht. Vor allem, da sind auch viele andere Sachen passiert. Dadurch, dass er mit sich selber nicht klar kam, hat er diesen Komplex an mir ausgelassen. So, das passt mir nicht und dies passt mir nicht. Der wollte mich halt ändern. Der wollte diese Person, die er sich im Kopf wahrscheinlich ausgemalt hat, wollte er von mir haben. Jetzt, nachdem du es weißt, kommen dir so im Nachhinein irgendwelche Sachen so in den Sinn, die darauf hindeuteten, dass er auch auf Typen steht? Nee, eigentlich nicht. Also, dass ich jetzt sagen würde, ach, das ist so ein Zeichen gewesen. Ja, also, überhaupt nicht, weil er selber auch dieses, wo er mir das alles am Anfang erzählt hat, dieses Klischee nicht vertreten, also dieses von wegen, na, dieses Tuntenhaft und hier und da, der hat davon Abstand genommen erstmal. Ja. Gehabt und also Laila, also wenn es dir hilft, ja, du redest ja schon mit ihm noch ab und zu, ne? Ja. Vielleicht ist das ein ganz guter Weg, wenn du einfach nur reden willst, wirklich einfach mit ihm zu quatschen. Aber irgendwann ist vielleicht auch Schluss und gut. Und genau, wollte ich gerade sagen. Irgendwann mal ist das vielleicht getreten und irgendwann mal nervt das dann einfach nur. Und es könnten auch noch neue Verletzungen kommen. Um sich davor zu schützen, ist es vielleicht dann auch gar nicht so gut, da noch weiter rumzubohren. Ich glaube, am allerbesten ist es, man legt es zur Seite und hofft, dass die Zeit darüber hinweggeht und allmählich die Wunden heilt. Es ist einfach eine blöde Geschichte für dich, eine traurige Geschichte auch.
Ja. Ja. Hoffen wir, dass der nächste Mann stockhetero ist, mit dem du es zu tun haben wirst. Ja, hoffen wir mal. Liebe Leila, die Sendung ist gleich zu Ende. Ich wünsche alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Michael Jansen. Morgen heißt unser Thema Böse Väter. Ich möchte gerne mit euch reden über euren Vater, mit dem ihr so eure Probleme, Problemchen oder besser gesagt große Probleme habt oder hattet. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch. Gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.